Willkommen aus Budapest, wo wir hier gerade das Sony Xperia Z1 Compact im Kompletttest euch zeigen werden. Wir haben in den letzten Tagen uns das Gerät angeschaut, von der Akkulaufzeit her, von der Kamera her und auch wie es im alltäglichen Gebrauch zu benutzen ist. Wie ihr sehen könnt, wir haben uns die gelbe Version gekauft, die haben wir vor ein paar Tagen für euch ausgepackt, wie ihr schon gesehen habt, und auch mit einigen Geräten verglichen, was wir jetzt auch nochmal kurz machen werden mit dem iPhone 5S und zum Beispiel einem Samsung Galaxy Note 3. An sich, das Sony Xperia Compact der Z1 Serie ist eigentlich deswegen schön, weil wir die komplette Snapdragon 800 Power drin haben mit 2 GB RAM, 16 GB internem Speicher und auch der Möglichkeit allerdings per MicroSD den Speicher zu erweitern, wie wir euch gleich zeigen werden. Hier an der Seite sind nämlich einige Verschlüsse vorhanden, aber das Gerät ist auch wasserdicht, was ihr dann später sehen werdet, wenn wir es ins Wasser reintun, denn dann können wir euch auch zeigen, dass man unter Wasser das Ganze auch wunderbar benutzen kann. Dafür habe ich hier so einen Wasserbottich, den werden wir dann später auch verwenden. Aber wenn ihr das Gerät nicht immer aufmachen wollt, um es per Micro-USB hier aufzuladen zum Beispiel, ich mache jetzt einfach mal die Klappe auf, dann seht ihr das hier ganz kurz. Hier könnt ihr das aufladen, dann könnt ihr auch hier den Docking Station Connector benutzen und dann einfach für 23 Euro eine Dock kaufen, wo das Ganze dann immer geladen wird, ganz einfach, ohne dass man die Klappe hier mal aufmachen muss, die allerdings auch schön stabil ist. Also Sony baut es schon so, dass es hier ein paar Jahre halten sollte, also das wird hier auf keinen Fall demnächst kaputt gehen. Ihr solltet aber trotzdem darauf achten, dass kein Wasser hier reingeht, denn hier ist ein kleiner Indikator, der weiße hier ganz unten drunter unter dem Micro-USB, der dann sich verfärbt und eure Garantie dann erlischt. Das ist unter jedem dieser kleinen Einschübe eigentlich vorhanden. Hier ist zum Beispiel der Micro-USB, damit wir den internen Speicher erweitern können. Den können wir auch wieder schließen. Dann haben wir hier einen für die SIM-Karte. Die SIM-Karte ist eine Micro-SIM, die ihr einfach einlegt, indem ihr das Ganze hier rauszieht. Und dann seht ihr auch schon, hier ist jetzt meine SIM-Karte drin gewesen. Die könnt ihr dann einfach hier sozusagen auf das kleine Plastikding hier einlegen, wieder einschieben und das Gerät dann wunderbar benutzen. Am besten richtig rum einschieben, nach unten. Und dann haben wir hier auch ein kleines Papier, das ihr auch rausziehen könnt. Hier sind dann die technischen Details vorhanden, wie Made in China und so weiter, falls euer Provider oder irgendjemand die benötigt, zum Beispiel die Seriennummer von dem Gerät. Des Weiteren ist hier auch ein kleiner roter Punkt vorhanden. Da seht ihr das off. Falls das Gerät sich mal aufhängen sollte, könnt ihr dann das Gerät dort resetten, sozusagen, indem ihr da einfach ganz lange drauf drückt. Genau, schließen wir das auch mal wieder, damit wir es später wieder auch ins Wasser stecken können. An der Unterseite haben wir hier die Lautsprecher, die wir auch ausprobieren werden mit Musik. Hier könnt ihr es euch um den Hals hängen. Das ist sozusagen so ein kleiner, eigentlich nur so ein kleines Loch, was hier durchgebohrt wurde. Dann haben wir einen Shutter-Knopf, also ihr könnt schön hier Fotos auslösen. Ihr müsst nicht die Lautsprecherknöpfe dafür benutzen, die wir hier drüber finden. Und dann haben wir Sony-typisch den An-Knopf, den wir hier wunderbar finden, denn wir können den ganz einfach mit unserer Hand hier oder mit unserem Daumen hier einfach drücken. Der Kopfhöreranschluss ist komplett frei geblieben von Sony, sehr schön, so müssen wir hier keine Klappe immer wieder aufmachen wie beim Sony Xperia Z damals. Das Z1 und das Z1 Compact haben hier ein komplett offenes Design, was allerdings trotzdem schön ist, denn wir können es unter Wasser gut verwenden. Ich fange jetzt auch damit mal gleich an, wir machen jetzt einfach mal die Kamera hier auf und dann kann ich euch zeigen, wenn wir das ganze Gerät einfach ins Wasser stecken. Hier die Kamera läuft, wie ihr sehen könnt. Wir könnten jetzt hier wunderschön ein Bild machen. Ich kann das Gerät, ich schaue nochmal, ob alles hier zu ist, ist zu, ins Wasser stecken. Ihr sehen könnt, kein Problem, und ich kann jetzt auch unter Wasser keine Fotos machen, denn dann funktioniert der Touchscreen natürlich nicht mehr. Aber wenn ich vorher zum Beispiel sage, ich fange jetzt ein Video an, also ich drücke jetzt hier den Videoknopf und dann fange ich ein Video an, dann kann ich das trotzdem natürlich unter Wasser legen, dann passiert nichts und dann könnte ich unter Wasser sozusagen ein Video drehen. Das ist natürlich sehr praktisch, aber für Fotos ist das entsprechend nicht geeignet. Das ist eigentlich eher so ein kleines Gadget oder ein Feature, damit ihr das Gerät dann entsprechend hier wunderbar auch verwenden könnt, falls es mal ins Wasser fallen sollte, dass es keine Probleme mehr hat. Ich mache es jetzt mal kurz hier wieder trocken. So, geht ganz schnell. Natürlich bei dem Kopfhöreranschluss ist jetzt, oder beim Lautsprecher hier unten ist vielleicht trotzdem ein bisschen Wasser reingegangen. Das haben sie ein bisschen verwässert im Vergleich zu den letzten Modellen, denn ich kann jetzt hier trotzdem ganz einfach, sagen wir mal, Musik abspielen. Ich suche jetzt mal kurz die Musik-App hier raus. Movies, Fotos. Hier oben. So, drehen wir das ganz mal laut. Und wir können trotzdem wunderbar noch hier Musik hören.
Also der Lautsprecher funktioniert trotzdem wunderbar sehr gut. Also es macht auch entsprechend dann auch Spaß, auch nachdem wir das Gerät im Wasser hatten. Und der Sound ist auch gar nicht mal so schlecht. Vor allem, wenn wir das so in der Hand halten zum Filmeschauen, kommt hier der Sound auch wunderbar so raus, dass wir das entsprechend dann betrachten können. Jetzt waren wir schon vorhin in der Kamera. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Hier könnt ihr zum Beispiel so ein kleines Eichhörnchen sehen. Sehr süß. Und wir können hier tatsächlich schön da rangehen, auch Makroaufnahmen machen. Und ich bin jetzt eigentlich im Automodus drin. Das seht ihr hier unten. Hier könnte ich natürlich verschiedene Dinge einstellen, zum Beispiel manuell den Augmented Reality Effekt. Die können mittlerweile auf Evernote auch automatisch die Bilder speichern lassen oder so ein Panoramabild erstellen. Aber wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Automodus. Hier kann ich den Fokus ganz nah sozusagen dran setzen an das kleine Viech und dann mit Blitz, oder ich kann auch sagen, ich möchte natürlich keinen Blitz hier haben, hier ein Bild machen. Das geht dann wunderbar schnell mit 20,7 Megapixel Kamera, die habe ich euch gar nicht gezeigt hier hinten. Ein G-Sensor ist hier drin mit einem Blitz. Hier übrigens noch ein Mikrofon. NFC ist auch vorhanden, sowie das Sony-Logo und das Xperia-Logo hier. Das ist übrigens eine Glasoberfläche, genauso wie die Vorderseite Gorilla Glass natürlich hat. Ich kann jetzt hier einfach mal das Bild aufmachen und hier können wir dann noch wunderbar sehen. Das schaut nicht schlecht aus, aber wenn wir zum Beispiel uns das 20-Megapixel-Bild anschauen von dem Nokia Lumia 1520, was auch eine schöne PureView-Kamera hat, sozusagen mit ihrer eigenen Optik, sehen wir hier, ich habe das Bild auch gleich offen, in die Richtung, Moment, hier, auch relativ nah rangegangen. Und wenn wir jetzt hier noch ganz nah rangehen, dann sehen wir hier tatsächlich den Unterschied. Das schaut doch vielleicht ein bisschen besser aus. Die Farben sind auch vielleicht ein bisschen natürlicher. Das Display ist jetzt hier nicht ganz so hell. Ich kann es auch ein bisschen schwerer festhalten, denn 6 Zoll gegen 4,3 Zoll ist natürlich in der Größe ein Unterschied. Aber hier können wir sehen, dass es um das Auge herum doch ein bisschen schärfer geblieben ist und bei Sony hier dann doch ein bisschen das Ganze verschwommen ist. Bei Nokia ist das ein bisschen schärfer, auch wenn ich jetzt hier nicht rangehen kann, näher rangehen kann. Hier ist auf jeden Fall nicht so ganz verpixelt. Schauen wir uns ein bisschen die vordere Kamera an. Ich gehe jetzt mal hier wieder raus. Dann drehen wir die Kamera mal um, denn die vordere Kamera ist eigentlich auch HD, schaut ganz gut aus und die haben jetzt nicht das beste Licht eigentlich, aber von der Geschwindigkeit her wunderbar. Und wenn ich das Foto dann gemacht habe, genau, dann ist es doch ein bisschen mit weniger Rauschen verbunden, wenn wir uns das dann anschauen, beziehungsweise eigentlich ist es sowieso nur hauptsächlich zum Skypen hier sozusagen und gebaut. Und wenn wir jetzt hier noch ein paar andere Bilder anschauen, zum Beispiel das Bild, ist eigentlich auch schön scharf geworden, wie es scheint. Das ist jetzt hier wegen den verschiedenen Farben eigentlich ganz interessant. Hier das Rot schaut ganz gut aus und wenn wir näher rangehen, kann man auch hier noch alles wunderbar gut lesen. Aber hier sehen wir auch sehr viel Bildrauschen leider, wenn wir zum Beispiel hier unten auf die Verpackung schauen oder einfach bei dem Grün hier. Das kann man kaum noch lesen, aber wenn wir im Vergleich schauen, natürlich bei 20,7 Megapixeln hier, das war doch sehr relativ klein. Und wenn wir wollen, können wir trotzdem noch hier vielleicht was erkennen, dass es zum Beispiel Sports Multiple heißt. Ich habe jetzt auf dem iPhone auch das gleiche Bild gemacht. Und zwar nicht das, sondern das. Und wenn ich hier ganz so nah probiere ranzugehen, dann erkennt man hier ein bisschen weniger, ist aber trotzdem noch genauso viel Rauschen vorhanden. Und wieder einmal, wenn wir sagen, okay, das gleiche Bild haben wir jetzt hier auch auf dem Nokia mit den 20 Megapixeln, das hier ein bisschen spinnt gerade, wie ihr sehen könnt. Ich mache nichts. Windows Phone Softwarefehler, sage ich jetzt einfach mal dazu. Hier weniger Rauschen, also noch ein bisschen schöneres Bild. Aber man kann auch sagen, hier ist der Kamerasensor, ist glaube ich ein bisschen größer drin und hat ein bisschen mehr Platz bekommen wie bei Sony. Auch wenn die Geräte, wenn wir sie uns anschauen, kann ich gleich mal den Vergleich machen, dass Sony scheint doch ein bisschen dicker zu sein. Und was auf den ersten Blick auch ein bisschen täuschend scheint, was mir auch nicht sofort aufgefallen ist, das gelbe Sony ist auch vom Metall hier an der Seite gelb, komplett außenrum. Es schaut zwar mehr nach Silber aus, es ist auch Silber, aber das ist trotzdem gelblich. Genauso beim Pinken ist es ein bisschen pink gehalten, also nicht komplett in dem Silber, wie wir es zum Beispiel beim iPhone hier kennen, auch bei der goldenen Version, das dann auch entsprechend ein bisschen Silber ist. So, schauen wir uns noch ein bisschen weiter die Software an. Bis jetzt haben wir natürlich nur die Kamera sozusagen gezeigt. Von der Geschwindigkeit könnt ihr allerdings auch sehen, das flutscht flüssig hin und her. Das macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben auch schon ein paar Benchmarks gemacht. Hier werde ich jetzt nicht den kompletten Benchmark durchlaufen lassen. Ich zeige euch einfach mal kurz das Ergebnis, das natürlich mit dem Snapdragon 800 natürlich ein Amazing bekommen hat. Eigentlich sehr schön. Und wenn wir das Ranking anschauen, liegt das auch relativ weit oben. Hier, wie ihr sehen könnt, es sollte auf jeden Fall in die Top 10 reingehören. Ich sage jetzt einfach mal Compare mit dem Note 3.
Hier könnt ihr sehen, zum Beispiel im Total Score war unser Gerät ein bisschen besser um ein paar Punkte, aber ansonsten gibt sich und nimmt sich das eigentlich so hin und her, je nachdem. Zum Beispiel 2D- und 3D-Grafik eigentlich ziemlich gleich, denn wir haben hier eigentlich überall den gleichen Prozessor drin, auch beim LG G2, was da natürlich auch ein Favorit ist. Hier sehen wir auch zum Beispiel, unser Gerät hat mehr Punkte insgesamt bekommen, war beim Multitasking ein bisschen schneller, dafür bei Runtime ein bisschen weniger, aber eigentlich nicht viel weniger, denn wir haben auch hier mit dem 2300 mAh Akku jetzt noch 76% Laufzeit. Ich weiß, ich habe jetzt den Flugmodus drin, aber ich habe das auch mit der SD-Karte benutzt, wie ihr vorher gesehen habt. Und das läuft wirklich super, auch 2 Tage ohne Probleme, wenn ihr nicht unbedingt 4G ständig anhabt, sondern hin und wieder auch WLAN benutzt oder einfach auch mal 2G anhabt zum Chatten. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es sind viele Programme vorinstalliert. Jetzt habe ich das Ganze eigentlich alphabetisch geordnet. Wenn wir hier links gehen, können wir uns eine eigene Reihenfolge sozusagen anzeigen lassen und auch zum Beispiel auch einfach, was am meisten benutzt wurde. Falls ihr nicht durch mehrere Seiten durchgehen wollt, dann habt ihr einfach eine Seite nur mit den Apps hier, die ihr eigentlich hauptsächlich benutzt, eigentlich sehr schön. Wir können auch sagen, eigene Reihenfolge, auch ganz praktisch. Dann haben wir hier zum Beispiel jetzt eigentlich die Reihenfolge, wie sie installiert wurden, beziehungsweise das sind alle Apps, die vorinstalliert sind. Und dann haben wir hier zum Beispiel noch den Benchmark Minion Rush, die wir installiert haben teilweise. Und natürlich auch noch ein paar andere Apps, die man auch selber installieren könnte. So, was zeige ich euch jetzt? Wir zeigen jetzt einfach mal Minion Rush. Das Spiel muss, glaube ich, noch ein bisschen laden, denn das ist das erste Mal, dass wir das hier hochfahren. Und während das hier lädt, kann ich eigentlich kurz einen Größenvergleich machen mit dem Apple iPhone 5. Jetzt muss ich kurz ein Datum eingeben, wann ich geboren bin. Ich mache mich jetzt einfach mal 10 Jahre alt. Ah, und vielleicht kann ich auch doch schon gleich loslegen, dann zeigen wir den Vergleich einfach später. Also der Sound ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Die Grafik gefällt mir auch. Ruckler seht ihr auch eigentlich keine. Der Snapdragon 800 sollte das aber bei der HD-Auflösung hier auch locker durchhalten. Also wir haben hier kein Full-HD-Display auf 4,3 Zoll. Da muss ich springen. Sondern nur eine HD-Auflösung. Ist aber völlig genug, denn die Schärfe, wie ihr sehen könnt, sehr schön. Und wenn ich jetzt von der Seite ein bisschen schaue, das Display ist wunderbar betrachtbar. Also wirklich sehr schön eigentlich. Von egal welcher Seite, wo ihr drauf schauen, es macht eigentlich Spaß, sozusagen das Display zu sehen hier. Und ich steppe jetzt einfach mal, ich habe keine Lust mehr sozusagen aufs Spiel. Aber ich glaube, ich kann hier gar nicht sterben am Anfang. Also treten wir einfach aus dem Spiel wieder aus. Und wir können mal ganz kurz zeigen, hier in die Settings reingehen, wie das Ganze ausschaut im Backend. Wir haben Android 4.3 installiert. Das kann man hier ganz schön sehen. Also ein KitKat-Update sollte demnächst, denke ich mal, kommen. Hat Sony natürlich noch nicht angekündigt, obwohl das erst im Januar hier vorgestellt wurde. Das neue Gerät eigentlich auf der Computer Electronics Show. Hier findet ihr auch die Software-Updates oben. Dann kann ich noch ganz kurz zeigen, wie ihr sehen könnt. Ich habe eigentlich nicht viel installiert. Ich gehe mal auf Storage kurz drauf. Von den 16 GB sind ungefähr 12 verfügbar, wenn ihr das Gerät benutzen wollt. Also sehr schön. Eigentlich nur 4 GB braucht Google und die ganzen Apps. Wie ihr sehen könnt, ich habe auch schon ein paar Bilder gemacht. Und ansonsten miscellaneous, das sind jetzt einfach mal die Apps, die hier drauf sind. Ich weiß, das Ganze ist auf Englisch, das kann man natürlich auch auf Deutsch umstellen. Das kann ich auch hier ganz kurz zeigen. Wenn ich auf Language und Input gehe, könnten wir hier eine ganz große Liste an Sprachen auswählen, das hauptsächlich Englisch und Spanisch eigentlich ist, die verschiedenen Varianten davon, aber auch Französisch, Kroatisch oder auch Ungarisch hier drin, für mich eigentlich eher wichtig. Alles kein Problem, also ihr müsst hier nicht irgendwie euch Sorgen machen, dass es keine eure Sprache nicht unterstützt wird. Und eine meiner Lieblingsfeatures bei Sony weiterhin ist, wenn ich zum Beispiel hier einen Text schreiben will, die Tastatur schaut sehr gut aus. Also ich kann hier wunderbar einzeln tippen. Ich kann auch sagen, ich möchte verschiedene Sprachen benutzen, indem ich nochmal zurückgehe dort, wo ich vorhin war. Beziehungsweise, ups, ich gehe nochmal hier auf Schreiben. Und hier unten sind die Einstellungen und dann kann ich sagen Keyboard Settings und ich kann sagen, ich möchte nicht nur Englisch haben, sondern sagen wir mal natürlich auch Deutsch, German, so, zurück und dann kann ich auch gleich hier, während ich tippe, irgendwo zwischen den Sprachen wechseln, jetzt muss ich kurz schauen, wo, hallo, wie
geht's. Oder erkennt es auch gleich, wie ihr sehen könnt. Eigentlich sehr schön, dass man auch einfach die Buchstaben hier verbinden kann. Denn es lässt sich viel schneller schreiben, zum Beispiel sowas wie Steuer, Berater, wie wenn ich das Ganze einzeln hier tippen müsste. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und ich kann auch Fremdwörter verwenden, sowas wie Sony. Kein Problem, der kennt das auch, schreibt es dann auch gleich groß und erkennt sozusagen das auch gleich direkt. Wenn ich das Ganze umdrehe, dann wird die Tastatur ein bisschen größer natürlich. Ist ein bisschen praktischer, wenn man mit zwei Händen schreiben will und ist trotzdem immer noch ein sehr kompaktes, kleines Gerät, was wirklich wunderbar in unsere Hand und in unsere Hosentasche passt. Also ein wirklich ideales Produkt. Wir können mal kurz zurück zu den Einstellungen gehen, die ich gleich hier finde. Dann kann ich euch nämlich kurz zeigen, zum Beispiel Akkulaufzeitmäßig, wenn ihr mir nicht glaubt, dass es so lange hält. Ich suche mal hier kurz Battery, müsste auch irgendwo hier geben. Power Management, 6 Days, werden jetzt noch ungefähr angegeben. Battery Usage kann ich euch mal kurz zeigen. Hier, wir haben bisher 75% noch gerade am Laufen und das meiste braucht der Bildschirm. Der Bildschirm war bis jetzt eine Stunde an. Fast oder 50 Minuten und dafür 75% sind ganz okay. Also insgesamt könnt ihr auf jeden Fall mit 4 Stunden Display Time ungefähr rechnen. Und dabei ist natürlich auch Phone Idle, also dass es gerade nichts macht im Hintergrund, auch entsprechend. Aber den AnTuTu Benchmark werdet ihr zum Beispiel nicht ganz so lange laufen lassen. Oder Minion Rush haben jetzt auch nicht ganz so viel gespielt, aber das hat gerade auch noch ein bisschen am Akku gezogen. Genau, hier könnt ihr ungefähr sehen, bisher, seitdem das Gerät dann ist, 1,5 Tage, wie das hier verlaufen ist. Eigentlich nicht viel, denn es war hauptsächlich im Standby. Genau, was kann ich euch noch zeigen? Natürlich haben wir hier noch andere Funktionen mit drin, wie zum Beispiel, ich kann mal einfach im Internet browsen, auch sehr wichtig natürlich. Ich gebe jetzt einfach mal unsere deutsche Seite techhive.de ein, was ich jetzt alles natürlich hier falsch geschrieben habe. Nochmal techhive. Ups, ja, ich habe jetzt einfach mal Enter gedrückt. Funktioniert natürlich auch ohne Probleme. Dann wird es auf Google kurz gesucht. Kommt natürlich die .com-Seite zuerst und dann kommt die deutsche. Und hier könnt ihr sehen, ich habe vorhin über die Panasonic GH4 geschrieben. Da gibt es kein Video dazu, aber hier bei Tesla gibt es zum Beispiel ein YouTube-Video noch drin im Artikel, das weiß ich. Das ist alles hier ganz schön gelöst. Und hier kann ich auch, ups, einfach mal kurz aufs Video drauf gehen. Ganze Fullscreen laufen lassen. Ja, und dann haben wir einen schönen Bildfehler, sehr schön. Ich könnte jetzt aber eine Stunde ein Tesla-Video anschauen. Probieren wir das nochmal. Vielleicht hätte ich nicht vorspulen sollen. Am WLAN kann es jetzt nicht liegen, es ist jetzt nicht über 4G. Okay, machen wir nochmal Fullscreen. Okay. YouTube hat mit Chrome, glaube ich, ein kleines Problem, aber wir können das Ganze auch eigentlich in YouTube aufmachen und dann sollte das, glaube ich, problemfrei hier laufen. Einfach den Link immer oben anklicken bei den YouTube-Videos und genau, schaut schon mal viel besser aus. Und die kann ich dann auch, glaube ich, HD auswählen, ist schon ausgewählt. Spulen wir ein bisschen vor und dann, genau, könnt ihr eure YouTube-Shows sozusagen auch wunderbar auf dem kleinen Bildschirm hier anschauen in HD und ich denke auch meiner ganz guten Laufzeit. Und wie schon gesagt, das Display ist wirklich wunderbar. Also egal wie ihr drauf schaut, Sony hat auf jeden Fall gelernt aus den Fehlern vorher. IPS ist hier jetzt mit drin und es ist doch eigentlich sehr schön. So, und jetzt pausiere ich das ganz einfach mal und ich glaube, der Rundum-Einblick auf Sony Xperia Z1 Compact hat euch ganz gut, hoffentlich ganz gut gefallen. Mehr will ich jetzt gar nicht zeigen, das meiste sind nämlich Sony-Features, die auch in anderen Geräten schon drin waren. Ich mache jetzt noch ganz kurz einen Größenvergleich mit dem iPhone 5S, damit ihr wirklich sehen könnt, dass das Z1 Compact wirklich ein kleines Handy ist, obwohl es 4,3 Zoll, nicht nur ein 4 Zoll Display hat. Hier könnt ihr sehen, von der Größe her tatsächlich ziemlich identisch, von der Seite her eigentlich auch ziemlich schön. Und auch von der Rückseite her, obwohl es nur Glas ist, eigentlich ein sehr schickes Produkt und hier im Vergleich zum Metall eigentlich sowieso und die Kamera natürlich auch ein bisschen größer, wie ihr sehen könnt, aber eigentlich ein sehr schickes, angenehmes Produkt des Sony Xperia Z1 Compact. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balazs Gál und vergesst nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren.